Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von VDSES. Und zwar Melina mit Lashes und Likes. Offizielles Musikvideo. Alles so wie immer in der Videobeschreibung, TikTok, Instagram, Shop, Army und Spotify verlinkt. Na gut, wie immer. So, 644 Likes, okay. Vor 3 Monaten, 24.02. Released, okay. 25.016 Likes. Strong auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, habe ich gerade 25.016 Likes gesagt? Ich meine 25.016 Aufruf. So. So, wir labern nicht lange, wir starten direkt durch. Let's go. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Bei VDSES und bei mir. Dankeschön. Reine. Immer glauben wir, dass das woanders auch viel besser wäre. Ich kann besser aussehen, wenn ich mir die anderen ansehe. Wünsche ich mir, ich wäre nicht ich, sondern eine andere. Ich bin heute nicht so gut drauf, denn ich hab gehört, dass ich diesen neuen Schuh brauch. Dass ich ihn nicht habe, das bestätigt mich schon wieder. Mit mir ist was falsch, denn ich bin nicht so wie die da. Boah, hey Digga, diese Adlibs, ne? Ich habe das bestätigt mich. Boah, wie schön war das gerade, diese Adlibs im Hintergrund auf die da. Boah. Ich hab wieder. Mit mir ist was falsch, denn ich bin nicht so wie die da. Boah, ey, bitte, bitte. Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwann VDSES und die ganzen Leute, die damit machen, einfach gefühlt Deutschrap dominieren? Im Gegensatz zu den ganzen Deutschrappern, die seit 5, 6, 7 bis 15 Jahren Musik machen und immer schlechter werden, meiner Meinung nach. Die ganzen Deutschrapper werden immer schlechter. Gut, zu Bushido, Shindy kann ich nichts sagen, die höre ich sowieso nicht. Deren Mucke gefällt mir so oder so nicht. So, aber die Leute, die ich höre, werden gefühlt immer schlechter, ne? Gefühlt Deutschland wird in 3-4 Jahren zum Schlager 2.0, Alter. Ey, das ist echt nicht mehr normal im Moment in Deutschrap. Egal, weiter. Scheiß drauf. Scheiß auf Deutschrap, wir gönnen uns vernünftige qualitativ. Scheiß einfach wirklich drauf, ne? Weiter. Nein, ich fühl mich nicht okay. Qualitativ hochwertige Musik. Kein Plan, ob es richtig war, ist mir auch egal, weiter. Denn wenn ich die anderen sehe, beginnt wieder das Problem, dass ich nicht perfekt wie die anderen bin. Ich müsste mal abnehmen. Boah, geil, das ist New York City Cap im Hintergrund an der Tür. Ich muss ja sagen, diese New York Cap, die sieht immer geil aus. Ich feier irgendwie das Logo, was da drauf ist, das feier ich voll. Nase verkleinern und Ohren anlegen. Neues Parfüm, neue Schminke und Creme. Dass ich so perfekt wie die anderen bin. Ja, perfekt, so wie sie jeden Tag. Schau ich nach, was sie wieder so macht. Wenn ich darum kommt, denn ich hätte so gern diese Dinge, die sie alle hat. Die Schatten der Nacht, ja, sie frisst an mir zu, dass es für mich mal wieder nicht reicht. Ich wär gern, wie sie will haben, was sie so hat. Ihre Schuhe, ihre Lashes und Likes. Schuhe, Likes, erklärt sich von selbst, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was Lashes sind. Ich hab ich könnte zwar googeln, aber das tue ich mir jetzt nicht an. Da frage ich lieber die Community, ob ihr wisst, was das ist. Safe ist in das Video. Naja, ich bin der Einzige, der keinen Plan hat, was das ist. Würde mich nie wundern. ja, vom Textsichten her, auf jeden Fall, es geht so in die Richtung. Also am Anfang ging es ja so auch mit dem vom Video her so in die Richtung, ich ziehe das und das an, stelle mich irgendwo hin, mache ein Foto und mache damit viele Aufrufe, weil, weiß ich nicht, neue Sachen, teure Sachen und so, deswegen. Aber es gibt halt auch sehr viel bei Instagram und TikTok vor allen Dingen. Es gibt viel zu viel von solchen, ich sag jetzt mal so, Fakes und sowas und einfach solche, weiß ich nicht, Leute, die teure Sachen posten und am Ende gehört sich denen und so und das ist und dann noch nicht mal gekauft oder sowas. Ich hasse sowas, ne? Deswegen immer real bleiben, bleibt euch selbst treu
Und ja, poste keine unnötige Kacke mit Sachen, die euch nicht gehören. So, wenn ihr euch eine Moncler-Jacke geholt habt, dann könnt ihr das auch zeigen und so, wenn ihr das dann wollt. Aber wenn ihr dann, weil ihr nicht gesagt bekommt, dass die fake ist oder so, dann würde ich einfach das Bild direkt wieder offline nehmen, weil ich mir so denke, okay, wenn sie fake ist für die Leute, dann ist sie halt für die Leute fake, für mich bleibt sie real. Wenn ihr euch jetzt, keine Ahnung, NMDs für 120 Euro gezogen habt oder so, ich weiß gar nicht, was NMDs kosten, ich glaube so 120, 130 Euro, und sagen ja, und dann kommen Leute und sagen so, ja, das sind so 40 Euro Amazon Fake NMDs. Ja, dann würde ich einfach ganz ehrlich sagen, ja, dann hast du leider keine Ahnung, wo ich die gekauft habe, aber nicht bei Amazon. Ganz ehrlich so. Ich poste auch generell nichts wirklich von meinen Sachen auf Instagram. Klar, ich poste mal hier und da ein Bild, was ich so zock gerade oder so. Und zeig mal so ein bisschen mein Setup und so. Aber das war's. Mehr zeige ich nicht wirklich. Ich zeige ja nicht mal wirklich viel aus meinem Privatleben bei Instagram. Früher ganz viel, mittlerweile gar nicht mehr aktiv. Ich bin bei Instagram komplett inaktiv. Ich lade zwar ab und zu was hoch, wenn ich gerade Bock habe und so. Bei TikTok genauso. Ich lade einfach das rauf, das hoch, worauf ich gerade Bock habe. Genauso bei YouTube. Ich streame auch auf YouTube oder Twitch, wie ich Lust und lustig bin. Wie ich Lust habe und wie ich lustig bin, ne? Das ist immer random, wie ich streame. Im Moment, ich kündige die ja auch nicht mehr an. Ich plane sie zwar, dass die Leute Bescheid wissen, oh, okay, dann und dann streamt er. Oder dann und dann streame ich. Aber sonst, Privatleben ist eigentlich komplett bei mir abgeschottet von Internet. Da zeige ich überhaupt nichts mehr. Aber ja, weiter geht's. Warum ist sie denn so hübsch? Dass ich nicht so bin, ja, das macht mich echt verrückt. Dieser eine Typ, er wäre voll der Checkpoint. Aber ich hab keine Chance, denn der Boy ist echt hot. Warum wohne ich nicht so schön wie sie? Es ist mein Leben, das auf einmal richtig öde wird. Bilder am Meer, Bilder in der Boutique. Ihre Haut ist so rein, ihre Zähne poliert. Nein, ich fühle mich nicht so nice. Mein Leben ist ein Scheiß. Die ganze Boah, Corvette, Bruder. Und dann auch noch in so einem Baby-Blow, Digga. Boah. Bilder sind derbe. Ich weiß gar nicht, welche Corvette ist das? C6? C7? Nee, C6 ist anders, ne? C8 Weiß, müsste dass ich das nicht sein. perfekt. Weiß nicht, was ist das für eine Corvette? Zeig mal die Leben Corvette. ist ein Scheiß. Ja, könnte die C7 sein, könnte aber auch die C8 sein, die neue. Weil, warte mal, von wann ist denn das? 24.02. Ich weiß nicht, wann kam die neue, die C8 Corvette. Die gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht so lange, ne? Corvette C8. Ja, dann ist das C6, weil C7 gab es gar nicht, glaube ich, ne? Ich glaube, es gibt gar keine C7er mehr. Ich glaube, es gab C6 und dann kam jetzt C8, glaube ich. Oder kommt noch das Jahr. Ich glaube, dieses Jahr kommt, glaube ich, erst noch eine neue Corvette raus. Keine Ahnung, aber geiles Auto auf jeden Fall. Die ganzen Bilder sind leer. Aber wo ist das aufgenommen? Wo wurde das Video gedreht? Die haben dann Corvette Autohaus, Bruder. Ich muss dahin. Ich muss mir mal ein paar Corvettes angucken. Corvette ist ein geiles Auto, aber ich stehe immer noch zu meinem 67er, ne? 1967 Chevrolet Impala, Sport Sedan, Four Door, schön schwarz und unten an der Seite an der Tür schön chrom. Oh, geiles Auto. Meine Fresse, geiles Auto. Irgendwann finde ich dieses Auto nicht raus mehr. Irgendwann. Will ich sterben. Beweis, dass ich nicht perfekt wie die anderen bin. Sie hat Oh, Digga, dieses Auto sieht so geil. Ey, ich könnte die ganze Zeit stoppen und nur dieses Auto angucken, ne? Ich bin so ein Autotyp, ne? Ey, es ist unnormal. Ich interessiere mich gerade mehr für das Auto als für das Musikvideo. Für den Text. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, Digga, warum nehmen die auch einfach in Dingens auf? In dem Autohaus und dann auch noch Corvette. Hab einfach Leertaste kurz gedrückt halten, aber. Ja, ey, gib doch diese Corvette, Bruder. Okay, ne, warte mal, doch, das ist auch die Corvette. Ey, doch, egal, weiter. Scheiß aufs Auto jetzt, wir gehen jetzt wieder auf Text und Musik. Friend, der ist heiß. Neue Lashes, Nägel und Styles. Dass ich so perfekt wie die anderen. Bleib ja perfekt, so wie sie jeden Tag. Schau ich nach, was sie wieder so macht. Er nicht darum kommt, der Okay,
Das ist auch so eine Sache, so, ne? Mach 5, 6, 7, 18, 19, mach 80 Fotos dieser Karre, aber lad ein, zwei oder drei hoch, lad doch nicht gleich 20 hoch. Ey, das ist aber auch so ein Ding, ne? Viele Leute machen so viele Fotos und laden gefühlt die Hälfte davon hoch. Verstehe ich auch nicht. Die spammen einen voll gefühlt. Aber ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall vom Text her, muss ich sagen, ist das echt gut zurückgegeben eigentlich oder wiedergegeben, das Thema. Vom Video her ist es sehr, sehr strong zurückgegeben oder geleitet auch. Das ist auch sehr, sehr strong gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass das Lied so krass auf dieses Thema hinweist. Mit diesem ganzen, ja, ich habe das und das, aber es ist nicht gekauft und es gehört nicht mir, so, ne? Das ist halt, ja, gut, ne? Ich hätte so gern diese Dinge, die sie alle hat. Ich will einfach nur die Corvette, mehr will ich nicht. Die Schatten der Nacht, ja, sie flüstern mir zu, dass es für mich mal wieder nicht reicht. Da steht auch noch ein Mustang. Ja, Mustang. Schön. Welche jetzt nicht? Chevrolet Mustang. Ja. Da steht einfach Camaro, Digga. ZL1. Geh mal her. Scheiß auf die Corvette, Digga. Ich nehme den Camaro, Alter. Direkt. Schwägen, wie sie will haben, was sie so hat, ihre Schu Da HN. Was ist HN? Ich habe keine Ahnung, was HN ist. Da unten steht einfach ein Dingens, Digga. Hier unten steht aber ein Cadillac. Ja, doch, Cadillac, ja. Da steht ein VW. Keine Ahnung, was. Wobei, das hier ist ein BMW. Das ist ein BMW M5, ist das, ne? Ich erkenne so ein leicht von Rückleuchte. Aber was ist HN? Weil HN sagt mir nichts. Muss ja Hansestadt irgendwas sein. Hansestadt Nürnberg, Nürnberg? Keine Ahnung, Digga. HN, was ist HN? Ey, das google ich nachher. Hier steht einmal ein Chevy, aber was ist das? Chevy, keine Ahnung, Alter. Sind das Lashes? Ich hätte keine Ahnung. Ich hätte so gern diese Dinge, die sie alle hat. Die Schatten der Nacht, ja, sie flüstern mir zu, dass es für mich mal wieder nicht reicht. Ich wäre gern, wie sie will haben, was sie so hat. Ihre Schuhe, ihre Lashes und Likes. Egal, was andere sagen. Du bist gut, so wie du bist. Geh deinen Weg. Okay, geiler Song auf jeden Fall auch am Ende hier, muss man ehrlich sagen. Hat ihre Schuhe, ihre Lashes und Likes. Egal was andere sagen, du bist gut so wie du bist. Geh deinen Weg. Das ist auch so ein Ding, das machen viele Leute nicht. Viele Leute sehen was und müssen und sagen sich dann, ja, das muss ich auch machen. Ich muss diesen Weg mitgehen, obwohl man die Leute nicht kennt, die diesen Weg gehen. Wahrscheinlich haben diese Leute, die diesen Weg gegangen sind, komplett verkackt im Leben und können das nie wieder hochkriegen. Das klingt so weird, Alter. Egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Ja. Leider. Viel zu wahr. Leider traurig ist es eigentlich. Es ist eigentlich schon echt traurig, dass das wahr ist. Was so gesehen in dem Song gesagt wurde von Melina, dass das halt echt so ist, dass man irgendwelche Sachen fotografiert und so, dass einem das gar nicht gehört und das dann hochlädt für irgendwelche Likes, für irgendwelche virtuellen Likes, die einem im Endeffekt im Leben nichts bringen. Klar, du bist ja glücklich, weil viele Leute deine Bilder liken, du bekommst Aufmerksamkeit auf deinen Accounts, aber das kriegt man auch, die kriegt man auch anders. Und bei YouTube und sowas, da sieht man das am meisten. So, du lädst irgendwas hoch und entweder kommen die Leute, gucken sich deine Videos an, sind gespannt, was du noch so hochlädst und abonnieren dich. Aber dafür braucht man doch kein Clickbait. So, ich persönlich halte von Clickbait überhaupt nichts. So, ich habe das auch schon in anderen Videos gesagt. Ich mache das hier als mein Hobby, ich mache das hier als meine Freizeitbeschäftigung und ich
sitze hier nicht tagtäglich und zerbreche mir den Kopf, ja, was muss ich jetzt unbedingt schnell aufnehmen und ich muss schnell irgendwie 60, 80 Videos produzieren, um 12 davon in einer Stunde hochzuladen. So, ich nehme auf, wenn ich Bock drauf habe. Ich nehme zwischendurch einfach random, wenn ich mit Karim telefoniere, auf und wir zocken einfach Bad Wars und sowas. YouTube ist wirklich bei mir komplettes Hobby und ganz ehrlich, lebt euer Leben. Lebt euer Leben, wie ihr wollt. Wenn ihr Clickbait machen wollt, ist das euer Ding. Aber haltet Leute, die in Social Media nichts mit Clickbait zu tun haben, haltet uns da bitte raus. Wir wollen mit dieser Clickbait-Kacke nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort an meiner Stelle oder von meiner Seite aus. Einfach zu sagen, Clickbait ist echt, ja. Keine Ahnung, Clickbait ist ja. Semi-optional auf jeden Fall. So, genug mit dieser Real Talk-Scheiße hier am Rande. Wir, beziehungsweise ich verabschiede mich mit diesem Video oder für dieses Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Reaction, beim nächsten Gaming-Video, whatever, was ich dann hochlade. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.